Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Astronier in der Solo-Version. Dieses Mal. So. Wir haben seltsame Gegenstände gefunden. Was das wohl sind? So, große Plattform, brauchen wir Harz, Forschungskammer, großer Drucker, Gemisch 3. Gehen wir mal auf die Jagd nach Gemisch. Die gute Gemischjagd, wer kennt die nicht? Was haben wir hier? Hier. Und die Kamera dreht sich auch nie mit. Das ist Kacke. So, jetzt kann er. So. Besten erstmal hier oben drauf. Zack. Gut, der Tisch hat noch keinen Strom. Kann auch schlecht irgendwie mittelgroßer Tisch. Wie ging das nochmal? Zack. Übrigens, Feuerwerk soll ich mir mal bauen. So, dann kann ich jetzt mal erstmal ein bisschen anfangen, ein bisschen zu puzzeln. Zack. Das lege ich erstmal darauf. Hab zwar kein Bart mehr, weil ich ihn mir wegrasiert habe, aber trotzdem irgendwie. Das ist ein bisschen nervig. Oh, Scheiße. Oh, ey, Scheiße. So, ich bin draußen. So, Harz erledigt, H2O erledigt. Dann gehen wir mal zum nächsten über. Nee, dann muss ich jetzt hier lang. Ich habe gesehen, ich kann mir eigentlich ganz einfach 100% in dem Spiel erreichen. Weil mir fehlen ja eh nur noch ein paar Sachen. Und die, genau die werde ich mir jetzt auch ergattern. Oh.
ab nach Hause. Hier das Risiko ein. Ist doch nur ein Spiel. So schnell stirbt man schon nicht. Naja, eigentlich schon, weil der Sauerstoff unten ist. Bist du richtig am Boden. Dann zieht dich aber auch die keine Sauerstoff, die du ja nicht mehr hast. Die zieht dich dann richtig runter und dann bist du am Arsch. Weil dieses Teil dich schneller zerstört, als man denkt. Und jetzt hat es auch schon zu Ende erforscht. Ging schneller, als ich gesagt gedacht habe, Alter. Schwede. Wie viele Bytes habe ich eigentlich? Freischalten. Verpacke Gegenschnitt zu erbeuten. Einnebung. Ach Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Zapfzahn. Sauerstofftank ist das Wichtigste. Das könnte ich machen, um mehr Sauerstoff zu kriegen. Ist das hier? Energiezellen. Da, Feuerwerk. Springpulver kosten 3750. Ich habe erst 3136. So, wir wollen erstmal herstellen. Wir stellen den Großdrucker her. Das Teil doch ein bisschen weiter. Ich muss das Teil doch ein bisschen weiter wegstecken. Hierhin. So. Ist dann sicherlich, wenn ich es einstelle. Ein bisschen lästig, um ehrlich gesagt zu sein. Hier packe ich danach was noch mal hin. Ich könnte das eine Licht dahin packen. Okay. Ja, das war ein bisschen schief, aber Mann, fick dich. So, Nummer 1. Mann, ist das so anstrengend, Sachen anzubauen. Alter. Abstand ist das wirklich nerventötend. Das Teil ist alle. Scheiße. Ich habe ja keine Batterien. Ich habe ja gar nichts. Ach, hier ist noch ein Tisch. Gut. Ein bisschen problematisch, wenn ich ja gar nichts habe. Dann muss ich auf normalen Strom zugreifen. Das ist halt, ja, nicht gerade das Beste, was man haben kann, aber ist besser als nichts. Teil zapft auch eine Menge Strom ab. Genau deswegen brauche ich eigentlich die Sonne.
Unterkunft. So, habe ich irgendwas Neues geschafft? Verfolgt gerade keine. Thema. Kleine Kamera. Boah, Passungsstufe 2 kann ich schon machen, Alter. Tragbarer Sauerstofftank 10.000. Ach du Scheiße. Warte mal, erstmal gucken, ob das richtig ist. Scheint aber recht richtig zu sein. Ich brauche Schrott. Ich habe Schrott mit. So. Müsste. Hier mit. Was ist das denn hier? Schuttbündel. Ach ja, muss man ja recyceln. Ja, wir brauchen hier halt Dings, den Schredder. Dings, der kleine Radar. Und der kleinere habe ich leider gar nicht, weil ich mal wieder super schlau bin. Unterkunft. Ich kann nur bis jetzt die Unterkunft bauen. Ach, scheiße. Ich brauche wieder Gemisch, dann gehen wir auf diesmal da lang. Ich spare jetzt erstmal ein bisschen auf
paar Sachen. Kleiner Drucker. Verbindungen. Ach so Scheiße. Mal, wir können ab hier los. So. Egal, wie viel ist hier? Boah, Alter! Immer noch so hochkomplex, dieses Spiel. Ich hasse es. Genauso sehr, wie ich Tore Gott XD hasse. Also ich habe auch manchmal das Turnier. Ich habe irgendeine Aufgabe fertig gemacht, die ich schon lange machen sollte. Ich komplett vergeigt habe, schon wieder komplett vergessen, dass ich eine Aufgabe habe. Nicht in jedem Videospiel vergesse ich, dass ich immer eine Story habe. Nur hier in Astroneer ist das jetzt echt ein großes Beispiel, dass ich immer vergesse. Ist auch egal welches Spiel, jedes Spiel hat eine Story. Ob die gut, scheiße oder eigentlich nur geht. Alles hat eine Story. Und ja. Und das war's, was ich euch sagen wollte. Jedes Spiel hat eine Story, bis auf 7 Days to Die. Apex Legends, World of Tanks und so ein Scheiß, ist ja klar. Aber warum ich das denn so abziehe, als hätte ich es eine Story? Nein, ich mache das sicherlich nicht. Wow. Ja. Gehen wir mal hier lang. Achso, ist die Energie. Ist das schon zu Ende? Es hat schon zu Ende gebeizt, wollte ich schon sagen. Es hat zu Ende gebeizt. Genau. Zack. So, ganz schön stark den Strom weg. Du Schiesi. Bring ich dir mal Hilfe hier. Zack. Eieieiei. Ich verliere noch schneller Strom, als ich sehen kann. Das ist jetzt schon, naja, zwar keine richtige große Basis, aber es hat schon was mit sich.
Ah, ich kann auch so steuern. Ich glaube, so ist besser irgendwie, ne? Wie weit hoch kann ich gehen, alter Schwede? Falls man fragt, die Trophäen. Gibt's ja wirklich Boost-Modus. Ich kann jetzt Feuerwerk bauen. Aber das mache ich nur für die Trophäe. Feuerwerk freigeschaltet, Springpulver. Reicht mir erstmal. Reicht das wirklich erstmal aus? Ich meine, das nächste wird ja auch der Solo und so. Das sind mit Abstand sind es ja insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Planeten. Ich hätte auch unten gucken können. Ich meine, 3, 4, 7. Ressourcen gibt es über 1000 gefühlt. Ammonium und so, Lehm, Harz, Gemisch. Wir brauchen sogar sowas und sowas und natürlich auch die hier, um Planeten wieder zu erwecken. Das heißt, wer sich davon die Koop-Variante angeguckt haben, die Solo-Variante wird mit der Koop-Variante zusammengeschmolzen, aber ich glaube, die Solo-Variante wird ein bisschen länger dauern als die Koop. Das hat es auch darin auf sich, dass ich das Spiel erstmal genießen will. Das war's jetzt mit der Folge Astronier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und diese Scheiße. Tschüss.